Die Nacktszenen der Promis. Während manche Zuschauer peinlich berührt wegschauen, sehen manche Fans erst recht hin. Wir haben für euch ein paar prominente Beispiele herausgepickt und verraten euch, wie die Stars mit den Nackedei-Dreharbeiten zurechtkamen. Starten wir doch einfach mit der Game of Thrones Beauty Emilia Clarke. Dass bei dem Fantasy-Epos gerne mal die Hüllen fallen, ist kein Geheimnis. Und so oft das passiert, scheint Emilia, die in der Serie die Rolle der Daenerys Targaryen verkörpert, inzwischen ihre Methode gefunden zu haben. So erklärte sie 2016 im Interview mit Entertainment Tonight, dass sie versucht, dabei an Beyoncé zu denken und sich super stark zu fühlen. Übrigens, HBO, der Sender der Erfolgsserie, bestätigte im Oktober 2018, intime Szenen aller Produktionen mit einem sogenannten Intimitätskoordinator drehen zu wollen. Einfacher wird es sicherlich auch, wenn man einen Drehpartner wie den 50 Shades of Grey Star Jamie Dornan mit am Set hat. Bei den Dreharbeiten zur Nackedei-Reihe von Autorin E.L. James war es der Schauspieler, der den Körper von Kollegin Dakota Johnson nach Ende einer Szene verdeckte. Ein echter Gentleman eben. Und wer sich jetzt denkt, hey, was ist eigentlich mit den deutschen Schauspielern? Dem können wir ebenfalls einen Film ans Herz legen. In 100 Dinge präsentieren sich die Leinwandlieblinge Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz in ihrer ganzen Pracht. Ein Glück, dass die zwei auch Privatbuddies sind. Ihr wollt wissen, welche Stars genauso wie Emilia Clarke und die 50 Shades of Grey Darsteller ihre Hüllen fallen ließen? Dann verpasst nicht Teil 2 unseres Videos.